So Leute, wir sind wieder zurück. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Hatte nicht wirklich viel zu tun, aber es hat doch ein bisschen gedauert. Und ich habe euch ja so meine Taktik in etwa erklärt, wie es jetzt aussieht. Wir werden hier den Zugang durch den Dexter blockieren. Und zwar permanent. Das heißt also, jede Runde wird ein Laser benötigt, um diesen Dexter zu paralysieren. Das hat für uns den unschlagbaren Vorteil, dass von der Seite ja keine Dexter mehr kommen können. Also, wir haben es geschafft, dass nur noch von dieser Seite Dexter kommen können. Und das müssen wir eigentlich jetzt hinkriegen. Zumindest sollten wir irgendwann mal in der komfortablen Situation sein, dass eine dieser BQ in der Nähe eines Trüden ist. Ja, das ist hier leider noch nicht der Fall. Ich denke mal, wir haben jetzt mit Nox zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mit Nox hier runter, wobei ich jetzt noch nicht so ganz... Ich hatte das vorhin irgendwie überlegt, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht so ganz den Sinn. Ich glaube, der Sinn war eigentlich nur, sowohl den Trillün als auch den Biku darunter zu locken. Problem in dem Fall natürlich nur, der Trillün hat eigentlich wesentlich mehr Bewegungspunkte als der Biku. Was können wir versuchen? Wir können mal noch den Biku betäuben. Merken uns nochmal gerade die Position. Und können... Ach, Moment, dann muss ich nochmal die Position aufrufen, weil... Also wir können nochmal den Biku paralysieren. Moment, Waffenmodus A, Waffenmodus B, genau. Waffenmodus B ist die Paralyse. Das heißt also, wir können versuchen, den Biku zu paralysieren. Hätte den Vorteil, dass der Trüün sich vielleicht nur ein Feld weiter nach Norden bewegt. Und dann können wir in der nächsten Runde den Biku abschießen, dann müsste der Trüün im Sack sein. Ist zumindest eine Überlegung. Ob es funktioniert, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt definitiv noch nicht sagen. Fest steht allerdings, wir müssen hier noch mit unseren Jungs raus. Also zumindest mit einem von den beiden. Wobei auf der anderen Seite... Naja gut, also wir haben ja jetzt halt die Möglichkeit, hier unten alles zu blockieren. Ne? Also versuchen wir das jetzt mal. Jumpen hier rüber. Mit dem einen Bewegungspunkt, den wir noch haben. Austin geht hier hoch. Und wir werden auch Rock hinterher ziehen. Ja, Sir. Wobei hier Rock momentan eigentlich eine gute Position hatte, um Granaten zu verteilen. Das ist natürlich wichtig. Aber gut, okay. Das müssen wir machen. Rutherford schießt hier den Dexter ab und Brad schießt den anderen Dexter ab. Wechseln wir uns halt so ein bisschen ab. Müssen wir mal gucken, wie viele da auch halt so jede Runde durchkommen. Ach, Mist, den hätte ich eigentlich noch mit Steel kalt machen können. Frage ist jetzt natürlich, worauf können wir hier schießen? Wir können momentan auf den Biku und auf den Trillün hier schießen und vermutlich werden die sich hier in der Nähe treffen. Wenn der Trillün hier stehen bleibt, dann könnte es nochmal knifflig werden. Das müssen wir abwarten, das können wir jetzt noch nicht sagen. Auf der anderen Seite hätten wir dann gute Möglichkeiten, ihn anzugehen. Also wir gucken mal, wir warten mal noch eine Runde ab und schauen, was passiert. Das ist ein Dexter. Das hier sieht gut aus. Einer der Biku ist schon vorgelaufen. Und der Trillün. Shit, jetzt laufen die Dexter nach. Das ist richtig kacke. Ja, jetzt ist er nur ein Feld. Jetzt konnte er nur ein Feld nach rechts gehen. Das war nicht gut für uns. So, was ist hier passiert? Hier ist immer noch tote Hose da unten. Wir merken uns aber trotzdem mal gerade die Position. So, was können wir hier machen? Wir können erstmal mit Rutherford. Ja, das da wollen wir halt überhaupt nicht. Das wollen wir überhaupt nicht. Es sind viel zu viele Dexter da oben. Wir müssen den Biku hier paralysieren. Und hoffen, dass wir es irgendwann schaffen, dass der Trillün schneller ist als seine Dexter und hier runterläuft. Bisher war es aber immer umgekehrt. Das kann natürlich noch zu einem Problem werden. Also Rutherford schießt mir hier die zwei ab. Das ist auch eigentlich schon genug. Den Rest sollte Brad eigentlich packen. Im Waffenmodus B. Ja, exzellent. Wir können natürlich auch noch auf die da oben schießen, aber das ist jetzt nicht so zielführend, denke ich. Das Gute ist, es sind schon mal zwei Biku. Und wenn wir Glück haben, sind die Dexter hier ein bisschen später dran. Wenn wir Glück haben. Okay. Nächste Tour ist Austin. Was wird Austin machen?
Ich denke mal, Orson geht hier rüber. Was gibt's? Sag. Denn auf der rechten Seite genügt definitiv ein High Energy Laser. Okay. Wo können wir Granaten hinverteilen? Nirgendwo, wo wir sie wirklich brauchen. Insofern gehen wir einfach wieder hier rüber. Ich höre Sie, Sir. Waffenmodus B wird benutzt, um hier den Dexter zu paralysieren. Dann hat Wayne, denke ich mal, der hat zwei Schüsse, die wir benutzen können. Einen hier auf dem Biku natürlich. Und dann schießen wir einfach mal auf den Trüün hier. Leider nur 4 Schadenspunkte. Hier schießen wir auch zweimal drauf. Versuchen den jetzt so langsam zu zermürben. Also vielleicht schaffen wir bei dem Trüün eine ganz normale Attacke. So, wie geht's weiter? Das ist jetzt die spannende Frage. Was passiert oben bei dem Trüün mit den zwei Bikus? Ja, Wir haben Sergeant. gar nichts gesehen. Und das ist nicht gut. Das ist ehrlich gesagt nicht gut für uns. Auch hier wieder der Fall, dass der Trüün von seinen, von seinen Jungs überholt wurde. Es könnte sich aber gleich noch eine Möglichkeit einstellen mit diesem Biku hier, wenn er nicht irgendwie nach links rüber abbiegt oder irgendwie sowas. Ja, Sir. Das Problem ist, die Anzahl der Biku hier ist begrenzt und jetzt müssen wir hier einen Schuss riskieren. Okay, das hat aber geklappt. Wir können diesen Biku hier nicht ausschalten, aktuell jedenfalls nicht. Versuchen nochmal hier oben einen Schuss. Feind erledigt, Sir. So, nehmen wir die Dexter doch einfach mal mit. Alles klar. Geht's los? Ja. Du paralysierst meinen Lieblings-Biku, den da drüben. Und dann sind wir da auch schon fertig. Ramon könnte diesen Biku paralysieren. Ach ne, Moment mal, wir machen es genau andersrum. Ramon paralysiert diesen Biku. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen. Ich habe das jetzt verkehrt gemacht. Denn ich glaube, jetzt gerade kann der Trillün nicht hier durch, wird sich deswegen nicht nach Süden bewegen. Finden wir es raus. Du Allzeit pausierst. bereit, Sir. Wir hoffen aber trotzdem mal, dass wir den oberen Biku einsetzen können. Vielleicht haben wir Glück. Kriegen wir einen Mehrfachschuss? Da treffen wir wahrscheinlich nur den. Haben wir einen Schuss auf. Ah, nee, wir haben zu wenig Munition hier unten. Bei Rutherford, ja, warten wir auch Geht mal klar, ab. Sir. Das Ich höre Sie, Sir. Gleiche. Und der wird paralysiert. Wir sehen leider wieder nicht, was passiert. Okay. Schauen wir mal nach. Ja, das könnte. Das da müsste es jetzt eigentlich sein. Also der erste Moment, auf den wir gewartet haben, quasi. Schauen wir mal nach. Einer weniger. So. Exakt. Gut, der erste Trillin ist weg. Der zweite hier unten, der könnte noch mal ein bisschen kniffliger werden. Fest steht jedenfalls, wir haben zwei Bikus, die wir uns hier warm halten müssen, sage ich mal. Das heißt, Rutherford wartet ab. Jawohl, Wir warten hier auch ab. Mit unseren Jungs. So, und jetzt haben wir einen ganz wichtigen strategischen Vorteil. Wir haben nämlich jetzt einen Laser inklusive Jetpack mehr frei pro Runde. Das heißt, wir können diesen Trillion weiter unter Beschuss nehmen. Ich will es aber jetzt noch nicht vollständig riskieren. Wir machen hier nochmal die Betäubung.
Wie geht's weiter? Da ist einiges an Bewegung am Start. Hier ist viel passiert. Hier ist echt viel passiert. Wir werden diese Mission erst schaffen können, wenn wir diesen Trüün hier besiegt haben. Wir müssen nochmal gerade einen Test machen. Geht klar, Sir. Einmal Paralyse hier. Und dann springen wir mal ganz kurz hier hin. Ich will nämlich wissen, ob da oben ein... Ich sehe es ja immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Warum sehe ich diesen... Warum sehe ich diesen Skazer da oben nicht? Ich muss es mal gerade so testen. Blockiere mir den hier. Und dann spring halt mal hier hin. Ich sehe es immer noch nicht, es kann doch nicht wahr sein. Warum sehe ich diesen einen Skazer hier nicht? Ja, Sergeant. Sehr, sehr nervig gerade. Okay, dann machen wir unser Standardprozedere weiter. Einmal Paralyse. Nächster. Ich denke hier... Sollten wir diesen Biku jetzt ausschalten? Vielleicht nicht unbedingt mit Austin. Austin macht mal einen Mehrfachschuss hierhin. Gut. Können wir hier noch mehr Verschuss anbringen? Nice. Okay, der nächste. Rock. Wartet ab. Rutherford kann man schießen. Gut. Hier oben nichts Gefährliches für uns erstmal. Mal paralysieren hier. Und einmal paralysieren hier. Was gibt's, Sergeant? Und jetzt warten wir mal ab, was passiert. So, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig sehe, kommen pro Runde jetzt 3 Dexter dazu. Das heißt, wir müssen es irgendwann geschafft haben, dass nur noch diese Bikus, die wir noch momentan übrig haben, dass die irgendwann noch da sind und dann halt eben die Dexter, die jede Runde von dem Trüün kommen. Also die da oben, die müssten bald irgendwann weg sein. Der bewegt sich auch gar nicht mehr. Problem ist, wir können ihn nicht großartig anlocken. Merken wir uns nochmal die Position. Der Trüün wird durch seine eigenen Dexter blockiert, wenn ich das richtig interpretiere. Okay, also wir müssen einfach hier mal gerade ein bisschen Geduld noch haben und die oberen Dexter ausschalten. Ich denke... Ich denke, dann haben wir da genug geschafft. Kettensäge kann noch mal warten. Austin, der hat vorhin gute Arbeit geleistet da unten. Gleich geht's dir besser. Sehr schön. Hat also auch hier eine ganze Menge weggeschossen. Ja, Rutherford... Muss man nicht unbedingt jetzt was machen. Brad auch nicht zwangsläufig. Und wir blockieren nochmal diesen Dexter. Versuchen wir, die Dexter zu dezimieren. Es gibt hier eigentlich auch keine Austrittspunkte für die. Knifflig könnte es übrigens nochmal werden mit dem Gorku ganz hier hinten. Den müssen wir ja auch irgendwann noch ausschalten. Aber ihr seht schon, wir haben es jetzt ganz gut runter dezimiert. Und, oder dezimiert, runter dezimiert ist ein Pleonasmus. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15. 15 Dexter noch. Also 15, nein, 15 Skazer noch. Muss auch gleich nochmal abspeichern. Ah, wir sehen mal wieder was. Ja, jetzt schon wieder nicht mehr. Ja, Sergeant?
Wir zählen nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also sind 4 gekommen diese Runde, wenn ich richtig gezählt habe. Ich speichere mal nochmal ab. 32e. Das ist nicht so interessant für uns hier. Wir nehmen mal Brad hier in die Pflicht als Oh shit. Okay, dann müssen wir es irgendwie doch klassisch versuchen. Echt? Gut, hat natürlich für uns dann jetzt auch den Vorteil, dass wir diese Biku nicht mehr bewachen müssen. Okay. So, dann können wir jetzt mit unseren Marines direkt auf den Ruin schießen. Na, ja, komm, dann machen wir halt weg. Schwester, was kann ich denn ernst sein? Wollte doch sagen. Alles andere da oben, dann ist zu weit weg. So, erster Schuss. Zweiter Schuss. Ey, Junge! Erster Schuss. Zweiter Schuss. Boah. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wenn die sich regenerieren, dann kotze ich. Aber gut, wir haben ja gespeichert. Kein Problem. Abwarten. Wir können jetzt hier noch mit einer Mine. 1, 2, 3. Wir können ein paar ausnocken, aber nicht so wirklich viele. Vielleicht bietet es sich noch an, mit Rock hier rüber zu laufen, damit er hier eine Mine platzieren kann auf dem Feld. Wir probieren es einfach mal aus. Weit genug weg sind wir ja noch. Und Rock macht da unten ja nicht wirklich viel. Also wir können ihm noch Rutherford da hochstellen, so zur Deckung. Da sind jetzt auch nochmal 2 gekommen. Schauen wir, ob der Trün, der wird durch seine eigenen Dekther behindert, wenn ich das richtig sehe. Okay, einmal hier hoch. Ja, Sir. Und du läufst hier hin. So, merken wir uns nochmal die Position. Ich glaube, wir können ihm Chainsaw noch nebendran stellen. Jetzt nicht, dass ich vorher hätte, mit der viel zu machen, aber so ein bisschen was halt. So, nächste Paralyse. Allzeit bereit, Sir. Wer schießt am besten? Wir hätten am meisten Munition. Brad. Okay, Brad, dann schießt du auf die mittlere. Nice. Und auf die da oben schießen wir mal noch nicht. Ja, hier, da seht ihr es wieder, ne? Der kriegt 3. Der kriegt 3 Kinder pro Runde, sag ich mal. Kein Problem. Und das ist natürlich nicht so super für uns. Also, komm mal, versuchen wir mal hier noch einen Treffer. Da ist auch noch was weggegangen. Okay, ich beschwere mich nicht. So, jetzt nochmal hier 2 Schüsse. Nochmal eine Fahrkarte. Und mal 3, sensationell. Ja, wenn das so weitergeht, dann könnte diese Mission hier doch noch etwas länger dauern, als ich eingeplant habe. Vor allen Dingen, weil ich irgendwie jetzt gerade in dieser Mission die Bewegung nicht mehr beschleunigen kann. Warum auch immer das jetzt so ist. Okay. Was gibt's? Dann wäre jetzt wohl Brad dran. Das war ein guter Treffer. Okay. Jetzt können wir merkwürdigerweise diesen Trün hier nicht mehr treffen. Was wohl daran liegen wird, dass er dann Feld zurückgegangen ist. Die Frage ist, wo geht er als nächstes hin? Also er müsste eigentlich hier durchkommen und sich dann auf uns zubewegen. Können wir hier eine Mine legen? Wir könnten eine Mine hier hinlegen, dann würde der Dekther drauf treten und es könnte sein, dass er den Trillen beschädigt. Wir probieren das mal gerade aus. Ich merke mal meine Position. Ansonsten müssen wir diesen Dekther hier aus dem Weg räumen.
Naja, okay, gut. Hat auch so jetzt geklappt. Dann laufen wir mit Rutherford mal noch hier rüber. So, liebe Freunde, ich bin unterbrochen worden. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben waren. Ich muss es mir nochmal angucken, aber ich glaube, es hatte irgendwas mit diesem Trillün hier zu tun. Und dass wir den mit unseren Lasern unter Beschuss nehmen wollten. Oder sowas ähnliches. Ich mache nochmal gerade hier ein bisschen meinen Ton leiser. Ein ganz klein bisschen lauter darf er dann schon sein. Gucken wir mal. Diese Mauer hier ist ziemlich hoch. Von hier aus kriegen wir keine gute Schussposition. Vielleicht laufen wir dann doch mit, ne, wobei mal, obwohl heilen müssen wir jetzt eigentlich keine Leute mehr. Ich denke mal, Wayne läuft mal hier rüber. Und dann jumpen wir hier hin, dann wird Wayne jetzt diese dankbare Aufgabe des Dexter-Betäubens übernehmen. Das machen wir jetzt hier nochmal. Denn Nox, obwohl, oh, Nox hat auch gar keine Möglichkeit hier, den Triün unter Beschuss zu nehmen. Ja, wir wollten dann mal gucken, ob diese Mine ausgelöst wird, wenn der Dexter da drauf tritt. Ramon, hat Ramon eine Möglichkeit zu schießen? Nicht wirklich. Na, dann wartet Ramon mal ab und dann gucken wir mal. Nein, mach Wo soll's lang gehen? Witze. Nein, mach Witze. Jetzt komm da. Ist ja ein Ding. Ich speichere das mal kurz. Das ist ja ulkig. Ich habe eine Idee. Wir könnten Kettensäge hier hinstellen. Alle Dexter, die hier durchkommen, schießen wir mit den Rapid Fire Machine Guns weg. Und Kettensäge kann ja pro Runde dann irgendwie 7-mal attackieren oder irgendwie sowas. Man wird Kettensäge den Trillen bearbeiten. Wir werden ihn dann im Anschluss paralysieren. Ist auf jeden Fall mal eine Sache, die wir ausprobieren können. Laufen wir hier hoch. Bin da, Brett. Hauen wir rein. Wow, ein Schadenspunkt ist ja sensationell. So, was ist denn hier? Defensivmodus. Rutherford. Defensivmodus. Ja gut, die andere Geschichte, die ist hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wozu brauchen wir Rock? Brauchen wir Rock jetzt noch irgendwie dringend? Wir können noch mal hier. Können vielleicht hier eine Mine hinlegen. Das müsste eigentlich auch noch auf den einen Dexter drauf gehen. So, Brad geht hier in Defensivmodus. Du betäubst den Dexter hier. Und Ramon betäubt den Trillin. Wenn ich da jetzt auch richtig im Bilde bin, dann kommen die Dexter auf der Rückseite des Trillen raus. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, es scheint so, als hätte er keine Beschädigung an dem Trillen verursacht, dadurch, dass er auf die Mine getreten ist. Normalerweise werden ja Ziele, die direkt dran stehen, stark beschädigt. Das scheint jetzt hier nicht so gewesen zu sein. Problem ist zwar jetzt, dass die Trillen hinten natürlich schlecht gepanzert sind, aber wir können trotzdem nicht von der Rückseite angreifen, weil wir dann das Problem haben, dass wir uns um die Dexter kümmern müssen. Das ist nicht so einfach. Das Schöne ist halt hier, dass Kettensäge jede Runde eine Menge Attacken hat, die sie einsetzen kann. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier noch mit Brad in den Defensivmodus und dann, ja, Nox können wir fast auch noch dazu nehmen. Wir können aber mit Nox mal gerade. Nein! Ey, ist nicht wahr, ne? Müssen wir paralysieren jetzt. Was gibt's?
Austin geht auch noch in den Defensivmodus. Ich glaube, wenn ich das vorher noch richtig gesehen habe mit dem Beezer, dann hat so ein Trin um die 124 Schadenspunkte. Ich glaube, 60 haben wir eben schon gemacht oder so. Schauen wir mal, wie viele Dexter jetzt kommen. Fest steht jedenfalls, wenn unsere Munition leer ist, dann kriegen wir ein Problem. Wo soll's lang gehen? Vielleicht machen wir es jetzt auch wirklich so. Wir merken uns nochmal die Position. Wir attackieren gerade mal irgendwie fünfmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann laufen wir zwei Felder zurück. Wir gehen in den Defensivmodus mit Nox, oder gehen wir es nicht? Nee, wir Alles gehen nicht in den bereit, Sir. Defensivmodus mit Nox. Wir Die Klasse. gehen in den Defensivmodus mit Brett. Und Nox wartet eine Runde ab. Austin geht in den Defensivmodus. Ramon, der kann zweimal schießen. Hey, komm, schieß nochmal. Gut. Und dann nehmen wir Rutherford mal hier rüber. Auch in den Defensivmodus. Und du legst jetzt noch eine Mine hier hin. Und da sollte jetzt der Trüün eigentlich drauf treten. Gucken wir mal. So, und du paralysierst mir nochmal den Vektor hier. Ah, nur 13 Schaden, das ist halt extremst wenig. Oh shit. Ja, jetzt verlieren wir hier viel Munition durch den Defensivmodus. Interessanterweise sind keine Dexter dran vorbeigekommen. Es ist genau drei Felder breit. Ist ja herrlich. Ein Feld Bin noch da, Brett. zu. Machen wir mal ein paar Attacken. Ja, versuchen wir es mal hier. Boah, krass. Wir sind in Trün los. Position merken. Okay. Wir haben nicht mehr viel Munition, aber noch genug. Schade, da haben wir jetzt nur zwei geschafft. Ich höre Sie, Sir. Okay, den Rest machen wir mit, den Rest machen wir mit den Hochenergielasern und den Jetpacks. Das Ich wird höre Sie, wohl Sir. am schnellsten, denke ich. Brad ruht sich mal eine Runde aus. Ja, Sir. Du ruhst dich auch aus. Du ruhst dich auch Okay. aus. Du Schießen jetzt bist hier den tot. Dexter weg. Dann können wir mal direkt jumpen. Und dann gucken wir, dass wir den Gorku noch Wo soll's erwischen. lang gehen? Das ist der letzte Skager, der noch übrig ist. Und dann haben wir das Projekt hier beendet. Wo soll's lang gehen? Ja, Sir. Geht klar, Sir. So, dann gucken wir mal, ob Ramon schon geschossen wird. Jawohl, Sir. Ja, Sergeant. Denn was Genaues wissen wir jetzt ja noch nicht, wie wir ihn treffen können. Machen wir auch mal hier wieder die Jungs mit den Erledigt, Sir. Jetpacks zuerst. Versuchen wir uns mal so hinzustellen, dass wir nicht auch von diesen Flammenwerferstatuen da getroffen werden. Muss man hier natürlich nochmal genau aufpassen. Ich glaube, er könnte jetzt tatsächlich in Reichweite sein. Finden wir es raus. Ja. Da kann jetzt aber eigentlich nicht mehr viel passieren. Ich meine, es ist der letzte Skager, der noch da ist. Okay. Kein Problem. Ja, Sir. Geht klar, Sir. Ihr dürft alle abwarten, den Rest machen die Jungs hier. So, wo ist er? Haben wir Trefferchancen? Ja, haben wir. Eins. Sieben. Und weg ist er. Leute, das war's. Das war Incubation.
The Wilderness Missions mit Ramon, mit Onkel Knox, mit wie heißt er hier, mit dem Schwager Wayne, mit Kettensäge, Brett, Austin, Rock und Rutherford. Und leider hat dieses großartige Spiel keine Fortsetzung mehr gefunden. Zumindest so in der Art, wie es jetzt hier ist, nicht. Was ich sehr schade finde. Vielleicht wird es dazu irgendwann nochmal ein Fanprojekt geben oder ähnliches. Es gibt ja einige Leute, die mit dem Map-Editor selber Missionen und Karten erstellt haben. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr die mal spielen. Findet einige Links dazu in der Beschreibung dieses Videos. Achtung, ich übernehme keine Haftung für die Inhalte von Dritten, also von den Seiten, die ich da nenne, übernehme ich natürlich keine Haftung. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch was. Guckt es euch mal an. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich jetzt tut, wenn ich die Runde beende. Mission abgeschlossen. Keine Bestwertung, aber eine gute auf jeden Fall. Ja, ich würde auch sagen, wir sind relativ gut durchgekommen. Die Taktik mit den Bikus hat leider nur einmal geklappt und den anderen Trirön, den haben wir ganz konventionell platt geschossen. Hat dann aber auch gut geklappt. Und die Probleme am Anfang waren natürlich die Gorku, wo man auch nicht immer direkt wusste, von wo man jetzt auf die schießen kann und umgekehrt. Das hat mir hier auch in dem Let's Play überhaupt am meisten Probleme gemacht. Also die fiesesten Gegner waren definitiv die Gorku. Und das lag auf jeden Fall auch daran, dass wir unsere Waffen erst relativ spät bekommen haben, die wir dringend gebraucht haben. Also beispielsweise hier den Hochenergielaser mit der Paralysefunktion. Den haben wir erst sehr, sehr spät gekriegt. Ich überlege nochmal gerade. Ich meine, in Mission 22 oder so ungefähr haben wir den gekriegt. Ich glaube so in Mission 22. Und dann halt, das heißt also, wir haben fast zwei Drittel der Kampagne mit einer sehr schlechten Ausrüstung durchgespielt. Also war auf jeden Fall anspruchsvoll. Ja, und dann gucken wir mal, tut sich noch was? Kriegen keine Beförderung? Was? Wir haben 7018 Punkte für 1909 getötete Feinde. In dieser Mission alleine 108. Das ist eine stolze Nummer. Resultat 316. Zählen also ungefähr. Also, okay, gut, die Tröns, die zählen wahrscheinlich mehr und die Gorku wahrscheinlich auch. Okay, interessant. Interessant, interessant. Major Rutherford stand noch lange an einer Sichtluke und schaute auf Skeyra herunter, das schwefelgelb unter uns seine Kreise zog. Ich ging zu ihr hin und sagte nach einer Weile: Major, ich weiß nicht, was Sie da unten suchen, aber dort unten, diese Stadt, das ist kein Platz für uns. Sie sah mich nicht an und ich wollte schon wieder gehen, als sie doch noch was sagte. Dort unten. Und dann zögerte sie und schwieg. Sie sah mich an und ich erschrak. Ihre Augen verrieten echte Sehnsucht nach Skeira, nach der Stadt, nach der Hölle. Vielleicht, Major, kehren Sie eines Tages zurück. Aber ohne mich und meine Jungs, setzte ich im Geiste hinzu. Ja, vielleicht, sagte sie und schaute wieder aus der Luke. Ihr Geist war weit fort. Interessant, also vor allen Dingen, dass der letzte Satz hier auch noch ein bisschen unterschiedlich ist, okay. Wobei wir jetzt ja leider auch nicht genau erfahren haben, warum Rutherford also Skeira so toll fand. Also es wurde ja bisher argumentiert, dass das auch was mit ihrer Karrieresucht zu tun haben könnte. Also dass der schnelle Aufstieg in der militärischen Laufbahn die Leute korrumpiert, wie jetzt beispielsweise Aurelis, der ja auch Zivilisten bombardieren wollte und so weiter in der ersten Kampagne. Das ist dann hier doch ein bisschen anders gelaufen. Vor allen Dingen, weil wir ja hier auf einem Planeten waren, wovon schon die Leute evakuiert worden sind, ja.
immerhin noch ganz nett, dass sie sich hier diesen Epilog überlegt haben, auch mit diesem Bild. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Also es ist auch so vom Design her, wie in etwa in der ersten Kampagne. Es ist halt so normales Artwork. Gefällt mir ganz gut. Wir sind ja jetzt auch hier noch in einer Zeit, wo es nicht üblich war, viele Videos für Computerspiele zu produzieren. Und das hier war halt einfach nur das Mission Pack, wo man sagen muss, das war halt nicht so als Erfolg geplant wie das ursprüngliche Spiel. Ich denke mal, deswegen haben sich die Leute hier auch, was die Videosequenzen angeht etc., ein bisschen weniger Mühe gemacht. Es ist ein Spiel in 3DFX, was damals der neueste Stand der Dinge war. Das war damals die Grafik schlechthin, ja. Voodoo 2 oder was weiß ich, Grafikkarten hier, die 3DFX konnten. Das war damals halt der Renner. Wir haben das Spiel auch in 3DFX übrigens gespielt, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ja, was jetzt halt, und ich denke mal, deswegen haben die sich jetzt hier auch mit der Story nicht mehr ganz so viel Mühe gegeben. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Also ich glaube, wenn man sich da 2-3 Tage ein bisschen noch hingesetzt hätte und sich noch ein bisschen was ausgesucht hätte, und dann hätte man vielleicht noch... Ich weiß jetzt auch nicht, wie es in der englischen Version dieses Spiels ist, ob sich das da fundamental unterscheidet. Also das Mission Briefing ist ziemlich genau 1:1 übersetzt, soweit ich weiß. Aber wie das jetzt halt hier mit dem Konzept der Kampagne aussieht, das weiß ich halt auch nicht genau. Also man sieht ja auch, dass die zweite Kampagne, die hieß ja im anglophonen Sprachraum The Wilderness Missions, und in Deutschland hieß sie ja nur einfach Mission Pack. Das zeigt doch auch sehr deutlich, was mit diesem Begriff oder was mit dieser zweiten Kampagne insinuiert wurde. Es war halt einfach nur so ein Paket, was man nochmal so dazu kaufen konnte, wo einfach nochmal ein paar Missionen drin waren. Aber was mich dann wieder wundern würde, ist, ich fand jetzt das Mission Pack von den Missionen ja teilweise echt besser als die Originalkampagne. Es war einfach viel anspruchsvoller und viel schwerer. Das verwundert mich so ein bisschen. Also da steckt noch eine ganze Menge Detailverliebtheit auch drin. Also beispielsweise in der Mission mit diesen grünen Bikus, die einen selbst nicht angreifen können, aber doch unglaublich zeitraubend sich in den Weg stellen und blockieren können. Das war echt eine meiner Lieblingsmissionen. Die hat viel Spaß gemacht. Und die habe ich auch so 2 oder 3 Mal habe ich da so einen Anlauf gebraucht, um mich da durchzufinden und so. Und das hat ja dann auch sehr gut geklappt. Es war auch nicht zu lange. Ansonsten natürlich hier die Mission sehr langatmig teilweise, aber das lag auch daran, weil die Karten viel größer waren. Also die Leute haben sich echt noch was dabei gedacht. Es bleibt eines meiner Lieblingsspiele. Seit Kindheitstagen, ja, sage ich mal, seit Jugendtagen besser gesagt an. Ich werde es immer lieben, und ich werde es auch bestimmt irgendwann nochmal rausholen und mir nochmal denken, ach komm, hier, spielst du nochmal ein bisschen Incubation durch. Ich wollte es euch gerne zeigen, es war jetzt halt ein Spiel, wozu man historisch gesehen jetzt natürlich überhaupt nichts sagen kann, weil es halt ein Science-Fiction-Spiel ist. Es ist auf jeden Fall auch mehr als ein Abklatsch von Warhammer oder ähnliches. Also ich weiß auch nicht, ob das von den Leuten so gedacht war. Ich glaube, dass man hier in der zweiten Kampagne auch, dass man hier noch so ein paar Elemente eingebaut hat, wo man sich in der ersten Kampagne nicht so sicher war, ob sie wirklich jetzt zum Spiel passen und ob sie sich wirklich auch so in das Konzept der ersten Kampagne fügen. Insofern war das schon eine ganz gute Fortsetzung, und es ist wirklich eine schöne Erweiterung, ja. Aber mehr halt auch nicht. Es ist eine schöne Erweiterung, und wenn man das Spiel gerne gespielt hat, dann kann man damit auch schön weiterspielen, ja. Schauen wir mal, ob noch was kommt. Ich bin gespannt. Nee, das war's dann. Okay, ja. Bevor wir uns jetzt die Credits nochmal alle anschauen, verweise ich an der Stelle hier auf mein erstes Let's Play zu Incubation. Da zeige ich dann auch den kompletten Abspann am Ende. Im Hintergrund hören wir auch wieder den Incubation-Rap. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Mann heißt, der diesen Rap gemacht hat. Der ist aber eigentlich ein relativ renommierter Synchronsprecher. Fällt mir jetzt dummerweise nicht mehr ein. Er ist, glaube ich, halb Amerikaner oder so.
Vielleicht kommt es noch hier irgendwie im Abspann. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zu spielen. Und obwohl es jetzt nicht unbedingt zu meinen erfolgreichsten Projekten gehört, aber es hat doch einfach Bock gemacht. Ah, hier, da ist es, da. Jonathan Failer. Ja, es hat mir einfach Spaß gemacht, das Spiel zu zocken. Und es war auch immer wieder toll, wenn ich gesehen habe, dass sich halt Leute für ein Abo beispielsweise entschieden haben. Und manchmal sieht man ja, von welchem Video die zum Abo kommen. Und es war öfter mal bei Incubation der Fall. Das fand ich irgendwie auch sehr witzig. Also hier nochmal die Frage, wer von euch hat sich denn das Let's Play von vorne bis hinten angeguckt? Man darf ja ruhig mal 10, 20 Minuten, wenn im Video nicht viel passiert, darf man ja auch ruhig mal überspringen oder so. Ist absolut legitim. Aber wer von euch hat sich es denn komplett angeguckt? Das würde mich nochmal interessieren. Das wäre interessant. Okay, schreibt mir was in die Comments, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, fände ich super. Wenn es euch nicht gefallen hat, klar, wisst ihr, was zu tun ist. Und ja, gebt mir euer Feedback, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute. Es geht weiter mit einem Retro-Projekt, Chandala oder das schwarze Auge. Was wird es sein? Ich verrate es noch nicht, wird eine Überraschung. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.